Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Hogwarts Legacy. Letzte Folge war so, wow, war schlimm irgendwie. Die Katzen habe ich schon mal gesehen. Und jetzt machen wir was bisschen Positiveres. Also das mit Anne, oh Gott, ja das... Hi Katis. Wow, wow, wow. So, jetzt aber zu den Schnatzern. Oh, hi. Ich grüße euch. Akio, ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Dorin. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Jo. Gewiss. Wo soll ich? Ah, hier. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und okay. Was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Okay, Sonne. Die Frage ist, ob außen oder innen? Ah, okay. Sonne ist außen, glaube ich zumindest. Akio! Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Ja, siehst du ja gerade. Ja. Außen? Ich hätte es nicht die Runde ziehen müssen, oder? Okay. Sonne. Oder muss ich beide Sonne? Und einmal den Schlüssel. Den hier. Ach hier. Hm. Oh. Ich verstehe. Jetzt leuchten die. Okay. Die Sonne muss leuchten. Hier? Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Sonne leuchtet? Akio! Okay. Sollte passen, oder? Oder ist das falsch? Kann ich jetzt hier aufmachen? Nein. Das ist der Schlüssel. Der leuchtet. Und die Sonne auch. Aber muss der äußere? Hä, jetzt verstehe ich es nicht ganz. Sind theoretisch auf dem gleichen... Rebellio. Andersrum? Vielleicht? Weil jetzt Sonne leuchtet. Das. Kann ich jetzt irgendwas machen? Akio! Okay, jetzt ist das. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Vielleicht muss das... Aber das hatte ich ja vorhin, oder? Und dann der Schlüssel. Das wäre hier dann. So, oder? Ist auch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen...
Es gibt zwei Schlüssel. Hier gibt es einen Schlüssel. Und hier gibt es einen Schlüssel. Okay. Der ist für da. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Deswegen habe ich das falsch gemacht. So, hier. Was ist das? Da, Doran. Ein Durchgang. Das ist aber schon blöd, dass es zwei Schlüssel gibt. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Okay. Ja, ja. Du kommst nicht mit rein? Ja, komm. Wir machen das mit den Schnattern. Schnatter? Okay, hier sieht's cool aus. Revelio. Hm. Da ist eine Kiste. Nehme ich. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Okay. Aber irgendwie ist das hier schon mit ihr, als hätten wir permanent Dates zusammen, ne? Komm, trink! Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Revelio, wie kommst du darauf? Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an. Oh, das sieht Dieses cool Gefühl aus. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit. Akio. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Hier sind noch sehr viele Pflanzen. Okay. Da drüben ist irgendwas Tolles. Revelio. Ich will nur noch hier schauen. Ich komme da irgendwie hoch. Nur nicht hier. Hier sind auch Nester überall. Hier geht nicht auf. Hm. Das kann aber nicht sein. Akira, Wingardium Leviosa. Na bitte. Akira, Wingardium Leviosa. Ja. Perfekt. Revelio. Hier müsste noch eine Kiste sein, ja. Perfekte Treppe. Okay. Wieso hat sie sich erst jetzt zurückverwandelt? So. Komm, bring los! Als wüsste ich das, ne? Ich spreng das weg und wüsste das, aber ich habe halt den Weg gesehen. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Ich brauche Eis. Revelio. Da oben. Okay. Akio. Wingardium Leviosa. Den anderen so leise wie möglich. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Hm? Hier nichts mehr? Revelio. Nö. Okay. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Akio. Leviosa. Hä? Okay, lol. Revelio. Ist hier oben irgendetwas? Hier ist gar nichts. Hä? Achso, ich brauche noch ein zweites. Da. Arresto Momento. Nee. Akio. Was
Was ist mit dem los? Levioso! Lazio! Accio! Hä? Confringo! Defindo! Combata! Incendio! An was ist das festgemacht? Revelio! Da hinten ist was. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ach, das muss ich nur sehen. Okay. Revelio! Confringo! Okay. Revelio. Okay. Aha. Wer auch immer das hier erbaut hat, hat gerne gelesen. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Ich kann es kaum erwarten, dir davon zu erzählen. Geht's da rein? Nee. Ich könnte einfach Lumos machen, aber das wäre ja zu einfach. Kann das sein, dass ich das da irgendwie festgepackt habe? Revelio. Das ist jetzt wieder da oben. Okay. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. So. Accio. Wingardium Leviosa. So, muss ich das noch aufladen? Lazio. Schön. Natürlich. Alter. Okay, das sieht aus wie ein Kampf hier. Schnatter. Was war das? Nicht Doran. So viel ist sicher. Confringo. 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 Ein Hühnchen. Noch jemand? Ja, du kommst viel zu spät. Was wollen die denn? Hallo. Meine Ohren! Da hat
Ich glaube, das waren alle. Seid ihr unverletzt? Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doris. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Schön. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorher gesehen hast, ist geschehen. Große Worte, ihr sprechet. So. Was heißt das? Confringo! Achso. Soll mal eine Haustür aufgehen. Okay. Schnatzer? Komm, Schnatzer. Da. Da sind sie. Die Schnatzereier? Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Mhm. Und ihr wollt, dass wir... Okay. Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Echt? Ich? Ich habe gerade jemanden umgebracht oder mit geholfen dabei, also. Ja. Und jetzt? Mhm. Oh mein Gott! Schnatzer! Die sehen ja irgendwie richtig hässlich aus. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Okay, jetzt nehmen wir sie mit und züchten sie. Ah, schön. Die müssen aber auch gefüttert werden. Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Kein Problem. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Hm? Was ist, wenn ich das jetzt explodieren lasse? Nee, mach ich nicht. So böse bin ich jetzt auch wieder nicht. Noch nicht. Okay, muss ich jetzt den ganzen Weg wieder rausgehen? Ja. Keine Ahnung. Revelio! Da ist noch eine Pflanze. Warte, ich schau. Vielleicht ist hier trotzdem irgendwo ein Shortcut. Nee. Nee, hier ist kein Shortcut. Ich muss rauslaufen. Das finde ich blöd. Das ist das Einzige, was ich so an dem Game jetzt so richtig blöd finde. Dass so manche Gebiete nicht einfach so schnell zum Ausgang zu teleportieren, dass ich mich teleportieren kann. Finde ich ein bisschen blöd. Das muss halt nicht sein. Okay. Raus hier. Aber war eine schöne Mission. Das Ende war ein bisschen seltsam. Also wo ich meine ganzen Pflanzen mal sprechen lassen habe. Okay, das haben wir geschafft.
Hogwarts. Jetzt nur noch das. Ja, die weiß ich nicht. Auf die habe ich halt nicht wirklich Bock. Das hier. Let's go. Okay, jetzt so Ollivander. Hogsmeade. Das hier. Schön. Aber so viel gefarmt wie sonst haben wir jetzt nicht. Da waren jetzt kaum Kleidungsstücke oder so drinnen. So. Da ist Ollivanders. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Hoffe ich, ja. Hm? Ollivanders, hey. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen könnten. Wie schön, Sie zu sehen, mein junger Ravenclaw. Ich möchte mich noch einmal im Namen meiner Familie bedanken. Alle waren froh, dass der Zauberstab, mit dem Richard Jackdaw vor vielen Jahren verschwand, wiedergefunden wurde. Obgleich auch etwas unbrauchbar. Freut mich zu hören. Nun, Professor Fig hat mir eine Eule geschickt. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Okay. Dann mach mal. Hin und her laufen, ja. Geht es dem Kind gut? Bisschen Spucke und Leim. Er ist fertig. Danke, eine Schatulle dafür hättest du mir nicht bringen sollen, brauchen. Oh. Das ist aber groß, oder? Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Schade. Ich verstehe. Danke, Sir. Oh. Ich fürchte, du bist allein. Das ist kein Problem. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört. Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Dann Kind fight. Ich sage ja immer, let's go. Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Oh.
Das war krass. Das ist unfair. Ach was. Was wollt ihr denn? Protego, du kommst! Contrigo! Alter Schwede. Zu mir gewechselt. Oh. Okay.
Füßen. Eine erbärmliche Darstellung. Kann komm, trink. Protego! Wirklich armselig. Na, komm. Wirkt irgendwas auf mich? Protego! Du! Na, genug. Oh, das wollte ich gar nicht. Incendio! Defindo! Bombarda! Contringo! Incendio! Contringo! Armselig! Contringo! Defindo! Incendio! Töten. Das ist alles, was wir heutzutage Incendio. Contringo. Bombarda. Versuchst du es überhaupt? Contringo. Wo ist er jetzt? Na genug. Contringo. Contringo. Incendio. Du enttäuschst mich. Venite. Accio! Contringo! Incendio! Defindo! Contringo! Ich schäme mich, Legoco! Protego! Nein! Okay, es wird eng. Du! Alter Schwede! Das früher gewusst. Zerschmettert. Noch jemand? Alter. Das war jetzt ultra schlimm. Ich habe so gut wie alle meine Tränke verbraucht. Rookwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber ja. Erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fake berichten, was passiert ist. Revelio. So, da können noch Tränke sein. Da. Da außen ist noch was. Ja, Level up. Alter. Da drin. Okay. Uiuiui. Oh. Ich hab da was vergessen. Mist, das muss ich morgen machen. Ja, egal. Okay. Oh, ich bin in Überlänge. Komm, trink! Incendio. Revelio. Ist hier was? Hier ist noch was. Okay.
Handschuhe. Jetzt kommen einfach mal wieder Dinge daher. Also Leute, das war jetzt ein krasser Kampf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hab euch lieb, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns. Hab euch lieb. Ciao, ciao.